Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und es ist endlich der Tag vom großen Community Run. Ich erzähle gerade ein bisschen, was der Plan ist für den Anfang. Also, der Plan ist, ich will mal am Anfang auf jeden Fall den Anker holen, worüber ich auch ein YouTube-Video gemacht habe. Gerne die anderen Videos abchecken. Das heißt, direkt sofort zu der Halbinsel der Tränen runter, dann Festung Gael und die Löwenkralle holen. Und auch Flamme gibt mir Kraft. Tati hatte schon gesagt, es könnte vielleicht problematisch werden mit der Invasion. Falls wir da Probleme bekommen sollten, dass wir immer invaded werden, würde ich einen immer rufen, damit wir keinen Invader bekommen. Aber das schauen wir uns dann mal an. Wird heute bestimmt ein langer und lustiger Tag. Ich freue mich schon, wenn ich gleich die ersten Leute rufe. Ich würde sagen, bis zum Pferd gehe ich kurz alleine und dann könnt ihr euch schon mal bereit machen. Vor da, wo es das Pferd gibt, da werde ich dann jemanden rufen. Ich hätte auch voll Bock, jetzt zwei Leute zu rufen. Und dann machen wir hier das ganze Lager hier mal unsicher. Oh, da sind schon welche. Wen haben wir hier? Miranda. Gerne auch dann in den Chat einmal schreiben, wen ich da rufe. Oh, der Anker. Da weiß ich schon, wer es ist. Und der Topf. Und was hast du? Hä? Und diese Kanone. Ich weiß, wer es ist. Den brauchen wir. Also, wer mitmacht, kann gerne auch in die Eingangshalle kommen. Dann rufe ich euch immer. Dann packe ich euch mit in den Discord. Und jetzt würde ich sagen, laufen wir bis runter zur Halbinsel der Tränen und holen uns den Anker. Invasion. Ey, direkt eine Invasion? Das kann doch nicht sein. Aber sollte man schaffen, oder? Ah, der ist hier! Ach, der macht Gift und der macht Scharlachfäule. Wo seid ihr? Ich bin gleich tot. Ich hab Scharlachfäule. Warte, ich komm entgegen. Allein die Scharlachfäule wird mich schon Alter. besiegen. Der macht einen Schaden. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Da, was ist das denn für ein Typ? Der ist voll drauf ausgelegt, Low-Level-Invasions zu machen. Voll, ne? Scheiße, ich bin auch tot. Das war das erste nicht so gute. Rotes Zeichen liegt. Ja, wir müssen Tatja holen. Tatja hatte das schon gesagt, dass wir dann einen Invasor selber holen, damit wir da nicht so eine doofe Invasion bekommen. Ja, zu dritt ist auch schon schwieriger, ne? Wenn die Gegner stärker sind und mehr Leben haben. Hätte ich nicht gedacht. Oha, was ist das? Er macht den Topfbild. Geil. Wir haben hier unseren eigenen Unhold dabei. Gefäßunhold Bob. So hätte ich den eigentlich nennen müssen. Sammeln hier nochmal ein paar Blümchen ein. Ich hole mir schon mal das Schleifermesser. Das ist ja geil mit den... Mit den Töpfen. So, ich hole mal eben das Schleifermesser und dann können wir weiter zur Halbinsel. Oh, den Wagen machen wir auch. Ich hole mal eben den goldenen Fuß. Ah! Oh! Oh! Moritz, was passiert? An die nächste Gnade können wir dann wieder einen rufen. Ha! Besiegt. 1000 gibt ja, das schmeckt. Oha. Jetzt kommen sie alle. Oh oh. Oh oh. Der Reiter hier. Der what? Der two-hittet mich. Aua. Oh Mann, da kommt auch noch der Riese. Ah, schön. Oh, eine Reitergeißel. Schön. Tatja, kannst du dann einmal weg und dann machst du hier ein gelbes Zeichen und rufen wir dich einmal als Hilfe. Also jetzt so Schloss Morn oder wo willst du? Wir müssen über die Brücke und dann in diesen einen komischen Tunnel. Also auf jeden Fall erstmal Halbinsel treten. Es kann sein, dass hier unten sowieso eine Wand ist. Das heißt, es wird gleich ein kurzes Vergnügen. Die 6 Level auf Stärke. Ich glaube, wir kommen sogar über die Brücke rüber. Das ist da keine Wand?
Doch, doch, da ist eine Wand. Oha, oha, hier ist ein Bär, hier ist ein Bär, hier ist ein Bär. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin safe tot. Ich komm dir entgegen. Oh, du hast den getriggert. Viel Spaß. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich hab nur einen Runenbär. Er hat den Runenbär getriggert. Ich mach gar keinen Schaden. Nee, der ist auch sehr hochlevelig. Muss ich mal schauen, wo ihr seid. Ach da, ja, ich sehe schon Leben droppen. Oh ja, die Waffe ist gut, glaube ich. Hehe. Nobu hat's noch gesagt. Für Poise. Wie entspannt Nobu daneben steht und einfach zuguckt. Larventräne, chillig. Ich glaube, das wird witzig zu Fuß. Ja, vor allen Dingen, wenn ich sowas trigger hier, ne? Kann da auch nichts töten, weil direkt vor dem Geschütz ist die Wand, dass ich nicht weiterkomme. Ist doch eine Wand. Ja, ja, okay, aber dann... ich kann da nichts beim Geschütz triggern, dass ich aufhören zu schießen. Dann auf jeden Fall macht euer Zeichen wieder dahin, dann würde ich euch beide nochmal rufen. Das war jetzt echt sehr kurz. Leben reduziert. Ah, okay, der, wir werden von oben beschossen. Oder? Ja, ja. Gentleman mit der Topfkanone. Ich sehe ihn gar nicht. Da ganz oben auf der Brücke. Ja, jetzt sehe ich ihn, jetzt sehe ich ihn. Tick-Tack, ey, Taktik. Hä? Ist das der? Wie ist denn der jetzt da hingekommen? Und jetzt läuft der. Nee, er Fat Roll, das ist noch viel besser. Guck was, der hat ja gar nichts ausgehalten. Hä? Okay, jetzt können wir eigentlich Nobu rufen. Ja, neben dem, ich hab mein Zeichen schon neben das Feuer gelegt. Nach einer Stunde der erste Boss. Wie findet ihr das? Ist so ungefähr meine Standardgeschwindigkeit. Erstmal durch ganz Limgrave rennen, alles einsammeln, wirklich alles. Und genau, dann geht's langsam los. Und dann kann langsam das Spiel beginnen. Ich habe noch eine Heilung, ich mach gar nichts. Ach, so ein Typ ist das. Oha. Da. Der lässt auch Blut drauf. Sehr gut. Easy. Oh, hier gibt's Loot. Oh, die Runen. Und die Runen. Passwort ist Speed. Oh, da ist schon jemand. Da die eine einzusammeln. Ja, wir werden alles einsammeln. Also alles einsammeln. Wen haben wir hier? Tatja ist wieder am Start. Genau, Tatja kann wieder mitmachen. Tatja. Und es sind bestimmt noch Steine, oder? Ich hab dir mal geholfen, Nobu. Du sahst ein bisschen verzweifelt aus. Ich hab gerade mich so unglaublich intelligent angestellt. Der hat dich gerade ganz gut gestaggert. Oh, guck mal, hier ist schon der Boss. Gestaggert eigentlich nicht, aber... ich hab mal mit der Kanone zweimal durch ihn durchgeschossen. Na gut. Agus, wo ist Lou jetzt hingerannt? Ah, ich bin schon ein Boss. Scheiße. Wir kommen hinterher gelaufen. Ich bin langsam, ein Boss. Aber beständig. Ihr müsst einfach nur runter und dann durch den Tunnel. Du gehst vorne, Uwe. Also ich dann bin direkt am Anfang runtergesprungen und dann von Gegnern weggelaufen und dann direkt in den Bossraum rein. Hier ist noch ein Durchgang gewesen. Wo? Hier ist noch ein, hinten, wo die Scheusale gerade rumhüpfen, ist noch ein Durchgang. Ja, genau da. Da sind so vier Stück oder so. Hinten, wo die Scheusale rumhüpfen. Ich würde in Himmelsrichtung sagen, wenn es mir anzeigen würde. Also im Norden. Zu spät. Ach, schon vorbei. Es hat gut geholfen. Rostiger Anker, let's go. Fürchtet den Anker. Ich würde sagen, du rüstest erstmal den Anker ein bisschen auf, wa? Ja, das mach ich. Oh, Moritz ist Lisa und Tuk Tuk ist Tukota. Let's go. Oh, Tukota
Schön mit dem Trummer-Großschwert. Da bin ich jetzt gespannt. Schön Buff für uns. Let's go. Ab die Fahrt. Ab die wilde Fahrt. Na, geht mal rein in den Kampf. Wie viel Schaden mache ich? 200 Schaden mache ich, sag gar nichts. Oh, bap. Oh, 300 mit dem Sprung. Sprungangriff. Bam. 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 Der Anker macht Spaß. Oh, Trummel-Großschwert ist geil. Oh, er ist vergiftet. Ah, nicht getroffen. Ah, getroffen. Den kriegen wir. Aua. Heilung. Bam. Bam, besiegt. Let's go. Sehr schön, Leute. Nächster Stopp. Talismanbeutel. Ey, wir müssen auch mal Talisman noch holen gleich. Oh nein, Lisa ist noch gestorben. Verdammt. So, jetzt geht's einmal zur Tafelrunde. Und dann am Haus, diesem Sturmhaus, wo ich eben kurz war. Dort geht es dann weiter Richtung Caelid. Da könnt ihr schon mal eure Zeichen setzen. Aber früher gab es doch auch verschiedene Invasoren, die dann auch mithelfen konnten, ne? Das gibt es Ja, ja auch Darkseid nicht mehr, 3 ne? gab es ja diese. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich auch nicht. So Hat blaue, glaube ich, ne? verwirrte Geister? Nee. Blau-Lila irgendwie sowas? Wahnsinnig? Wahnsinnige irgendwie sowas. Da konnte man sich aussuchen. Entweder man hilft oder man tötet den. Ja. Was war das? Ich war ein ganz lieber. Hier hat's geklingelt. Hier klingelt schon wieder. Wer Ja, ist das sind das? diese. Ich würde spontan sagen, das sind hier diese Glocken auf dem Boden. Das hört sich verrückt an. Das könnte funktionieren. Habe ich noch nie gehört. Das habe ich ja noch nie Vorsicht. gesehen und gehört. Wusstet ihr das? Ja. Ja. Gibt es das noch irgendwo in der Welt oder nur hier? Das gibt's noch woanders. Crazy. Noch nie gesehen. Ach, hier oben ist er. Ach, stimmt, hier ist er, oben ist er. Dann kann ich ihn ja machen. Ja, ich kann. Ja doch, ich habe gerade nachgeguckt, ich kann nicht. Er ist bei mir grau. Vielleicht könnt ihr Bei ja mir die ist er Dinger auch. hier unten besiegen. Dieses Oktopusse. Vielleicht kriege ich ja einen Random Drop. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Nicht anschreien, bin sensibel. Die Großen und die Kleinen. Alle. Alle. Ich kann eh nichts besiegen. Hä? Aha. Darf ich mal den Dicken anvisieren? Das ist nett. Yay, mein ersten Talisman. Da liegen ein paar Items. Aber es wäre wahrscheinlich lila, ne? Ah, nur Eierstöcke. Also Lu, ich lese gerade so, du musst alle Quests machen. Jede einzelne. Nee, nee. Nur die spannenden. Also keine. Nur die Spannenden, da nochmal zurück zu Bock. Mal zurück zu Bock. Willst du den mitnehmen oder liegen lassen? Den hier mitnehmen. Den mach mal weg. Bam. Ihr macht das schon. Ich hole mir schnell den Talisman. Da ist er. Jo, dann komme ich mal und leg mein Wiedersehen. Zeichen rein. Ach, ihr seid dann weg? Lul. Ja, Ja, nach bin nach jedem jedem Boss Miniboss. kaputt, Mann.
Dann. Ach, guck mal, jetzt ist hier auch die. Ich habe dieses Questlein noch nie gemacht. Also die. Ich habe verstanden, die. Ja, die ist nämlich D. sehr lang. Vorstellen lassen, klar. Und sobald ich die Löwenkralle habe, würde ich sagen, gehen wir den Brunnen runter. Und da ist so ein Käfer. Dann Will müssen wir ich einmal auch haben. die Hunde loswerden. So ein goldener Käfer. Den will ich haben! Ich glaube, der ist weg. Ja, der ist weg. Schade. Alter, machst du Schaden. Warte noch. Lass ich einmal aufladen. Zu spät. In sein Auge. Wir geben nur 300, das ist ja echt ein bisschen wenig. Oh, Lisa. Moritz, was passiert? Okay, hier vorne ist eine Gnade, da können wir einen neuen rufen. Nobu vielleicht. Ich dachte, du dehydrierst. In Düsseldorf ist es nicht so warm heute. Heute 20 Grad, heute ist echt angenehm. Ah, den packen wir Nomo. Ich lauf schon mal, ne? Ich würde auch gerne den Gael-Tunnel machen. Ja, pass auf, da sind jetzt gleich viele Vögel. Warte. Warte auf uns, Lu. Warte. Zu Fuß unterwegs und Warte. das ist dann mit den Vögeln doof. Oh Gott, das sind schon alle. Oh. Wenn ich hier Einfach durchreite, überleben. sind hier nie Vögel. Ja, weil du zu schnell bist. Ist ja frech. Schön. Einen kann ich finishen. Boah, mit der Magie ist gut, ey. Ja. Ohne wäre Da hat er schwierig. mich totgetreten. Ich hätte vielleicht vorher mal den Heilungsbuff machen sollen. Aber Lu ist ja mitten reingerannt. Sorry, so bin Jetzt ich. müssen wieder andere deine Fehler ausbaden. So, alle weg. Ja, dann ab zur nächsten Gnade. Ich weiß nicht, wo die nächste Gnade ist, Leute. Ich glaube, das ist aber schneller, wenn wir zurücklaufen, oder? Nee, ich laufe nicht zurück. Oder Vorwärts wir immer, können die rückwärts vor dem nimmer. Tunnel nehmen. Nee, da vorne ist eine. Das weiß ich. Vor Kael ist eine Gnade. Oh. Das auch gut. Nochmal. Was war das? Geolds Schrei oder wie das Ding heißt? Oh, das auch. Ey, du spielst ja unfair. Der Arme. Ich Oh, der spiele ist nach oben unfair. gekommen. Ah, ich dachte schon. Tatja, wenn wir den hier geschafft haben, kannst du dann auch in den Gael-Tunnel gehen. Da würde ich dich dann als Freund rufen. Cool, das war schon. Unten Dann. gibt es auch die Katare. Die was? In Katar, da wo ich gelandet bin, da musst du den Raum reinlassen. Natur. Ah, die! Die machen nur übel Schaden. Let's go! Ich brauche ganz viele Zweiersteine.
Wir brauchen einen neuen Timmy. Oh, Tatja ist tot. Seid ihr komplett runtergesprungen? Ja klar. Direkt rein in die Masse. Ich brauch noch schnell zur Gnade. Oh, es leckt gerade extrem bei mir. Hier läuft alles flüssig. Jetzt geht's. Cool. Die ganzen Leute waren gerade irgendwie ein bisschen zu. Also Tokoto. Komm, Tatja, du kannst auch nochmal rein. Das war ja. Das war echt kurz. Komm. Haut euer Ding hier hin. Moritz, sorry. Tatja hat die ganze Zeit den Invader gespielt. Die hat's jetzt auch mal. Die hat sich's verdient. Ja, ihr darf jetzt hier auch mal ein bisschen mitspielen. Auch wenn sie gerade gestorben ist. Nächste Runde bist du wieder dabei, Moritz. Versprochen. Vielleicht schaffen wir den Boss sogar nicht beim ersten Mal. Moin Daniel, ich hatte gesehen, du hast tatsächlich, während ich ein Video aufgenommen habe, reingefolgt. Vielen Dank für den Follow, mein User. Gibt's hier was? Mit der Rüstung hast du mich gerade echt erschrocken. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. ja, hier sollte noch ein größeres Video rumlungen. Warte. Pixel Slab, danke für dein Follow. Warte kurz. Schön, dass du da bist. Miramar, danke für den Follow. Kommt über einiges rein. Kommt ihr her? Oha, ich mach nur 100 Schaden. Oh Gott, das haut rein. Ihr seid beide tot? Naja, ich komm nicht raus, Hilfe! Ein Two-Shot. Wir warten direkt am Grace, da kannst du es wiederholen. Ja, ich hole mal schnell das Item und dann versuche ich hier irgendwie rauszukommen. Der blockt gerade den Eingang. Komm mal weg da. Komm mal weg. Aha. Geh weg hier. Ah, kommst vom Anker-Video? Sehr schön. Dass ich dreimal erwähnt habe, dass ich jetzt auf Twitch live bin, hat funktioniert. Schön, dass du da bist. Und danke dir. Buchzeichen liegt. Ach nee, Magma-Lindwurm, stimmt, ich erinnere mich. Den hatte ich doch mal. Genau, hier gibt's auch das Katana, ne? Moonbase. Ja. Aber der haut gut rein, Leute. Kommt ihr rein oder habt ihr keinen Bock? Ich hab keinen Bock. Ich glaube auch. Ich kämpfe gerade alleine. Oh, ah, da kommt. Tatja kommt. Moritz auch am Start. Feuer mit Feuer bekämpfen, natürlich. Oh, ich glaube, da werden wir ein bisschen was länger dran hängen. An dem Boss. Ich habe nämlich schon nichts mehr zu heilen, wir haben ihm noch gar keinen Schaden gemacht. Naja, ich glaube, das wird schwierig. Tokoto. Hey, da macht jemand über meinen Namen. Ich befürchte, das könnte noch was länger dauern. Vielleicht kommst du auch hier hin. Ja, das ist echt die Frage, wie lange wir hier sind. Warte, wie viel Damage ich den jetzt machen kann. Tokoto, echt. Vielleicht kommst du auch hier hin. Wir können starke Leute brauchen. Krummfinger T. Oh, guter Schaden. Ich mach gar nichts. Ich bleib in Sicherheit. Oh, der Schaden ist gut. Kamehameha.
in sein Face. Fuck, er ist auch gedodged. Ja, dabei ist es eigentlich gegen so einen Riesengegner voll gut, ne? Ja, auch noch eine andere Attacke. Oh, ich bin voll ins Feuer gelaufen. Ah, jetzt hab ich gerade Akku. Ist auch nicht so. Ja, passt, ja, das macht auch ganz gut Damage. 15k, 16k. Meine Zahnstocher regeln das. Chillig. Okay, das ist ja fast wie Hacken, was du da machst, ey. Geil. Also du darfst nur noch reinkommen, wenn wir den Boss nicht schaffen. Kann ich machen, weil es halt echt stark mit Magie. Ja.